Hier kommt der Einzimmermillionär, Gerald Hörhan. Hallo Leute! Die erste Frage, wer von euch war schon mal in Miami? Miami, ist das ein geiler Platz? Ist Miami ein geiler Platz? Ja. Und wie ich in Miami war letztes Jahr, habe ich mir dieses T-Shirt gekauft. Was steht denn da drauf? No financial advice. Und das T-Shirt war insofern lustig, weil das T-Shirt war von einer Kryptofirma namens Solana. Und da letztes Jahr die Kryptowelt in der Armageddon war, in der Apokalypse, habe ich mir damals gedacht, die haben ein neues Geschäftsmodell erfunden, nämlich Mode, weil sie sonst kein Geld verdienen mehr konnten. Genauso wie jetzt viele Immobilienhändler, die noch vor kurzem in Dubai herumgehupft sind, obwohl ihre Baustellen in Deutschland waren, vielleicht wieder McDonalds-Mitarbeiter oder Ryanair-Stewardess oder Steward werden müssen. Ja? Wie immer, wenn die Welt in der Apokalypse ist, ist es Time for Schnappi. Wer von euch hat eine eigene Firma? Sie, fast alle, ja? Dann solltet ihr euch überlegen, vielleicht, auch das habe ich erst vor 2 Tagen, habe ich jetzt mit einem Bankvorstand gesprochen, der sehr hoch ist, der verdient 1 Million im Jahr. Ja? Wer von euch verdient als Unternehmer mehr als 1 Million im Jahr? Okay, wenig. Ja? Aber der hat immer über Altersarmut geredet und so weiter. Und ich habe einen zweiten Vorstand, den ich kenne, der hat ähnlich verdient, sogar ein bisschen weniger, aber der hat 2009, 2010 begonnen, in Berlin Wohnungen zu kaufen. Und wenn der Aufsichtsrat mühsam ist, weißt du, was er ihnen sagt? Danke, fuck you. Nicht in einer etwas höflicheren Form, aber das ist die Message. Ich habe genügend Immobilien, ich brauche nicht mehr arbeiten. Danke sehr. Und jetzt sind gerade wieder Zeiten, wie man die Apokalypse im wahrsten Sinne des Wortes sieht. Und wenn man sich anschaut, schaut mal den Linken an. Wer mag den? Wer mag so ganze Klimakleber und alles, was wir da haben? Ja, Herr Habeck hat laut und dauernd neue Ideen, dass man Gasheizungen rausreißt und dass man Atomkraftwerke abschaltet. Ja? Vielleicht müssen wir uns dann noch mehr Wohlstand zerstören, aber bitte mit Farbe, selbstverständlich. Ja, vielleicht braucht man ja noch eine grüne Farbe, mit der wir alles besprühen. Dann wird das perfekt sein. Aber wer erinnert sich an die Leute? Das war noch im Herbst letzten Jahres. Und wenn den meisten gesagt haben, da gab es Leute, die gesagt haben, Krypto ist töter als Tod. Leute, die wir erzählt haben, noch 2 Jahre davor, das ist die Zukunft, haben erzählt, töter als Tod. Aber offensichtlich war Bitcoin und Ethereum nicht töter als Tod. Ich habe einiges gekauft und das war einer der bestperformenden Asset-Klassen dieses Jahr. Ich weiß nicht, wer von euch noch gekauft hat, aber dieses Jahr höre ich dasselbe, die Apokalypse der Immobilienwelt. Töter als Tod, Bauträger gehen pleite. Und in solchen Zeiten ist es meistens sehr gut, wenn man höchst aktiv ist und Schnappi-Times sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? In Zeiten wie jetzt muss man immer höchst aktiv sein und aggressiv. Wie schaut das neue Marktumfeld aus? Wir haben deutlich günstigere Preise. Wir haben viel attraktivere Renditen und kaum einen Wettbewerb. Wenn Sie mal durchgehen, die Details. Die Preise sind jetzt in den meisten Lagen bereits um 30% gefallen. Ich weiß es, weil ich habe mir schon im Frühjahr ein Haus gekauft. Ich habe heute wieder mit meinem Makler verhandelt, dass ich gerade wieder ein ganzes Haus kaufe, damit es nicht langweilig wird. Die kosten alle 30% weniger und alle sagen, es ist teuer. Das verstehe ich nicht. Wenn es teuer war, sind alle hingerannt und wollten kaufen. Und jetzt sind die Preise billiger und die Leute sagen, Hilfe, die Apokalypse droht. Beim Louis Vuitton-Store geht es alle hin und rennt, sagt, bitte kaufen, wenn es ein Angebot gibt oder bei Gucci. Aber bei Immobilienmärkten oder auch in den Kryptomärkten oder Aktienmärkten passiert das Gegenteil. Verstehe ich nicht. Ja? In etwa fallen die Preise, wie gesagt, um 30%. Leute, die Dreck eingekauft haben, zum Beispiel, manche sind nach Ostdeutschland gereist, um irgendwelche Plätze, wo man mehr Schmerzensgeld bezahlen muss, um überhaupt aufzutreten und zusätzlich noch einen Sternekoch einfliegen muss, weil das Essen ist dort ungenießbar und will sich selbst Eulen vom Tobias Beck gute Nacht sagen, ja, weil nichts los ist, haben die dort gekauft, energetische Ruinen teilweise, die fallen um 50-60%. Dort ist das Preisende noch nicht in Sicht, beim Rest des Marktes scheint es aber zu konsolidieren, weil ich merke, dass ich bei einem Deal schon mal überboten wurde und dass auch Freunde von mir, die derzeit sehr aktiv sind, auch überboten werden. Ja. Die Rendite ist plötzlich wieder attraktiv. Das ist die Rechnung, die immer zeigt, dass es jetzt viel besser ist, Immobilien zu kaufen. Ein kleines hässliches Loch, wie ich es nenne, eine kleine Einzimmerwohnung hat vor 2 Jahren 150.000 gekostet, jetzt kostet sie 100.000. Es sind ungefähr 50.000 weniger. Ist es besser, mehr zu zahlen oder weniger? Ja, die meisten verstehen es irgendwie nicht, ja.
Die Zinsen sind zwar höher, aber die Kaufnebenkosten an Makler und Grunderwerbsteuer, die sind auch niedriger geworden. Das heißt, ich zahle auch da weniger. Das heißt, ich erspare mir in etwa über 10 Jahre ungefähr 30.000, 35.000 Euro zahle ich weniger. Ist doch besseres Geschäft als vorher. Die meisten Leute sind anders, aber deswegen muss man Leute wie ich immer sehr aktiv sein, wenn andere von der Hölle sprechen. Und wenn ich mich erinnern kann, vor 2 Jahren habe ich noch Fälle gehabt, wo Makler Bieterverfahren gemacht haben. Wisst ihr, was ich gesagt habe, wenn jemand mit einem Bieterverfahren kommt? Stecken Sie sich das Bieterverfahren kreuzweise in den Arsch. Und kommen Sie wieder, wenn die Zeiten vernünftig sind. Eine Kuh nach der anderen, eine dümmer, 30, 35, 40-fach, kaufen, 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 kaufen. So ähnlich wie derzeit die Coaching-Branche. Auch dort wird es irgendwann mal eine Konsolidierung geben. Kaufen, 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 kaufen. Eine Kuh, mu, 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 kaufen, ja. Ja. Die haben alle Rinderwagen gehabt. Aber Kühe wie Rinderwagen haben meistens kein langes Leben. Und derzeit sieht man nur so vereinzelte Kühe wie die Western Punk oder so ein paar Private Equity Fondsmanager, die sorgsam herumschauen, die grüne Wiese genießen, die wenigen Wettbewerber, die Makler, die plötzlich höflichst und zuvorkommend sind und bei der Provision proaktiv nachlassen und sich bedienen einer saftigen grünen Wiese und der Wettbewerb ist vorbei. Wettbewerb belebt zwar das Geschäft, aber nicht den Profit. Den Profit machst du dann, wenn wenig Wettbewerb ist. Nur zur Info, auch für viele Leute, die E-Commerce betreiben und Amazon FBA und so weiter. Wenn wenig Wettbewerb ist, macht man mehr Geschäft und verdient vor allem mehr. Da vergessen nämlich viele, auch in der Coaching-Branche, die viel von Auftragsvolumen sprechen und wenig von Profit. Ich liebe den Profit und noch mehr den steuereffizienten Profit in meiner Tasche. Ja? Ich weiß, ich habe heute wieder Maklerberuf, sie war äußerst zuvorkommend und der hat schon proaktiv 25.000 bei der Provision nachlassen. Ganz proaktiv. Was aber auch lustig ist, sind Wohnungsmangel. In Berlin ist ja das schon Standard, dass man lange Schlangen hat. Und bei mir ist ja auch so, dass sich die Mieten steigen, die Leute bewerben sich um Wohnungen. Du bist mehr in einer Zuteilungswirtschaft, also eine klassische Bewerbung. Und das ist natürlich ganz angenehm, weil wenn eine Miete auch nur einmal frech ist, sage ich danke, aber nein, danke. Tschüss. Nächste bitte. In Berlin ist schon so, dass Ablösezahlungen natürlich der Fall sind, weil quer nach dem Motto wird das Eigenheim nicht mehr finanziert. Kommt ein neuer Mieter hereinspaziert und die Bauträger alle pleite gehen, wird nichts mehr gebaut, die Politik macht Zuwanderung. Was passiert dann? Zeltstädte wollen wir nicht. Also werden wohl die Mieten steigen müssen. Der Wohnungsmangel wird groß sein. Und man hat auch gemerkt, die Mieten in Berlin sind beispielsweise um 22% gestiegen, die Brauchpreise um 30% gefallen. Eine richtig geile Zeit. Wenn man schon Wohnungen hat, fühlt sich die Tasche sehr rasch. Gleichzeitig haben wir Zentralbanken, die Geld drucken ohne Ende, Politiker, die das Geld in Panzer und Raketen stecken, anstatt es in Schulen und Eisenbahnlinien zu stecken und gleichzeitig immer einen Teil der Bevölkerung, der glaubt, mit nichts arbeiten, Selbstfindung in einem Sabbatical nach einem Jahr Arbeit, kann man auch Wohlstand haben, das wird nicht funktionieren. Ja? Und das bedeutet natürlich auch, dass wir mittlerweile sehr viel Inflation haben. Und in der Inflation kann es für dich sehr positiv sein, wenn du die richtigen Immobilien hast. Hast du gute Immobilien, kannst du die Mieten erhöhen. Die Betriebskosten steigen zwar auch, aber der Cashflow steigt und der Preis steigt. Das heißt, wenn du jetzt kaufst, wo alle sagen, die Apokalypse droht und die Mieten steigen, wirst du viel Geld verdienen. Wenn du Dreck kaufst, wird das Gegenteil passieren, wo Fuchs und Katze sich gute Nacht sagen und die Tobias Beckschen Eul auch, dann wird es schlicht einfach das passieren, dass die Leute abwandern, die Wirtschaft abwandert und die Wohnung leer steht. Die Betriebskosten steigen, dann kannst du den ganzen Scheiß noch energetisch sanieren und du wirst verarmen und die Inflation wird dich killen. Ja. Viele Leute haben ein Eigenheim, da ist die Finanzamt nicht dein Freund, aber bei Immobilien kann man steuerlich sehr viel machen, habe ich heute bei meiner Dealmaking Masterclass wieder gelehrt. Was gibt es in Dubai oder in Grand Cayman nicht? Viele wollen jetzt alle nach Dubai. Keine in der Influencer-Szene genügend Leute, die mit deutschen Händen in Dubai offiziell leben. Aber in Dubai leben ja die meisten Leute, weil man keine Steuern zahlt. Oder sehr geringe. Aber was das Dubai-Finanzamt nicht macht, ist, dir Geld zurückzuüberweisen. Das deutsche Finanzamt überweist, wenn du weißt, was du tust, du Geld zurück. Und gerade mit Immobilien kann man idealerweise steuerliche Verluste produzieren in unglaublichem Maße. Das ist ein wahres steuerliches Wunder. Und wenn man alles zusammenrechnet, ist es definitiv jetzt time for a Schnappi. Die meisten Leute sind euch dumm und wollen ein Eigenheim.
Das ist einer der größten Dummheiten. Ich sage immer, man muss sadomasochistisch veranlagt sein, um sich 30, 40 Jahre zu versklaven. Ja? Dann noch viel Arbeit zu haben, jeden Tag den Weg zur Arbeit zu machen. Alles noch, nehmen wir es mal, aus nachversteuertem Geld. Und die hartnäckigen Idiotien, jetzt beispielsweise den Heizungstausch und eine energetische Ertüchtigung, auch noch aus nachversteuertem Geld bezahlen zu müssen, das ist die Strafe per Excellence. Dummheit wird doppelt bestraft, der Eigenheimbesitzer wird in Leb perfekt. Ist die Lage vom Eigenheim noch in einer schlechten Pampa-Lage, wie es viele Leute kaufen, ist die Bestrafung dreimal. Deppensteuer hoch drei führt zur Insolvenz. Viele erleben gerade in meinem Heimatland noch mehr, wo variabel finanziert wird, dass es schon langsam kritisch wird, die Zinsen zu bezahlen. Dummkopf zum Quadrat. Einweisung ins wirtschaftliche Ehrenhaus. Dasselbe gilt übrigens für Ferienimmobilien. Auch da gibt es Leute, die das machen, am besten noch in Kombination mit Eigennutz. Ein Elfmeter fürs Finanzamt, Klassiker. Ja? Einer meiner Freunde ist das passiert auf Mallorca, der Traum der Ferienimmobilie. Naja, die Maklerin hat gesagt, die Nachfrage sei gering, die Wirtschaft schwierig. Die Zeitungen haben betitelt, kein Platz. Touristen überfluten die Insel. Wie er nachgeschaut hat, weil nie keine Miete gekommen ist, hat er gesehen, dass sich eine Familie einquartiert hat, weil der Wasserverbrauch war wie, der, so wie einen, nehmen wir es mal, von einem Elefantenzoo. Es hat viel Geld gekostet, das wieder zu befreien. Und viele Leute kaufen dann auch noch schöne Dinge. Ich verstehe glücklicherweise nichts von Schönheit. Ich kenne auch nicht die Spaltmaße von meinem Tesla Blade. Das verstehe ich auch nicht, was mir Leute erzählen. Ja? Ich kann was von Zahlen, verstehe ich, ja? Von Rechnen, von Gewinnen, von Cashflow, von Optionen und Futures und Rückstellungen und steuerlich beschleunigte Abschreibungen, das sehe ich als geistige Herausforderung, geile Immobilien-Share-Deals zu machen, wo man viel verdient. Aber ich verstehe nichts von Schönheit. In Zeichnen oder in der Schule habe ich das schon immer delegiert an andere Leute und habe für sie die Mathematikaufgaben gemacht. Der Mathematik weniger Leute konnten, habe ich schon damit Geld verdient, weil Zeichnen konnten mehr. Aber Leute, die schöne Immobilien kaufen, die haben meistens 2-3% Rendite. Wem gefällt denn so etwas? Ist das wunderschön? Wie groß ist meine kleinste Wohnung hier herinnen? Nein, 14 Quadratmeter, und du weißt, das ist unfair, aber sie hast nicht mehr genau gewusst, es sind nur 14 Quadratmeter, ja? Nur zur Info, ist das wunderschön zum Leben? Also ich möchte nicht drin leben, aber es gibt sehr viele Leute, die Bedarf daran haben. Wieso kleine hässliche Löcher? Ganz einfach. Ist das schön da hinten? Ich meine, es gibt ja auch so. Auch ein Haus, wo ich Wohnungen habe. Ist das wunderschön? In Frankfurt am Baumweg, wenn die manche Leute Frankfurt kennen. Ja? Sehr zentral, direkt bei der U-Bahn-Station. Lässt sich immer vermieten, 21 Quadratmeter und 19 Quadratmeter. Wunderschön, ertragreich, mit 600 Euro Kaltmiete. Aber wieso funktioniert das Ganze denn so gut? Es gibt mehr arme Leute als reiche. Die Gesellschaft wird gespalten, das wird sich noch steigern. Auch Klimakleber brauchen ein Dach über den Kopf, wenn man sich auf die Straße klebt. Ja, es gibt Leute in der Gesellschaft, die das vielleicht nicht unterschreiben, aber wenn man nicht arbeitet, muss man bei Mama und Papa oder 40 Quadratmeter leben. Ja? Und ich meine, warum müssen Sie ja zentral leben? Ein Auto können Sie ja nicht leisten oder dürfen auch vielleicht nicht fahren, weil das wäre ja doch etwas so, nehmen wir es mal, hypothetical, würde man Englisch sagen, also zynisch, wie wenn, nehmen wir es mal, der Klimakleber der Schweiz ist dann nach Thailand auf Bali mit Langstreckenflug geflogen. Das wollen wir ja doch nicht annehmen. Deswegen müssen sie zentral dort leben, wo sie kleben wollen. Deswegen sind zentrale städtische Lagen gut dafür. Aber es gibt viele Leute, die solche Wohnungen brauchen. Singles, Scheidungsfälle, Leute, die zentral arbeiten müssen, zum Beispiel am Flughafen Frankfurt. Ja, also Frankfurt am Flughafen hat einen sehr guten Service. Es gibt welche, die sind viel schlimmer. Ja, zum Beispiel Londoner Flughäfen oder Pariser Flughäfen, Gnade dir Gott, von den USA ganz zu schweigen. Die hauen nämlich gleich am Kopf, wenn du irgendwas sagst. Ja. Aber das Geschäft ist sehr gut. Hier am Bismarckring habe ich ein ganzes Haus in Wiesbaden. Vielleicht ein Beispiel, eine kleine Einzimmerwohnung hatte ich in der Vermietung, eine Dreizimmer-Penthouse-Wohnung. Die Einzimmerwohnung hat auf eine Bushaltestelle geschaut. Das heißt, ich weiß nicht, wer von euch Autobusliebhaber ist, aber wenn du Kästbohrer, MAN und Neoplan liebst, und vielleicht auch noch deren Klimaanlagen besonders, dann ist die Wohnung ideal und richtig. Sie hat nur 500 Euro Warmmiete gekostet mit 27 Quadratmeter. Wir hatten 150 Bewerbungen für die kleine, große Penthouse-Wohnung mit Balkon und Blick in den Innenhof, die 1000 Euro gekostet hat, also nur das Doppelte, obwohl sie dreimal so groß war, haben wir 6 Wochen gebraucht, um sie zu vermieten. Das kleine hässliche Loch floriert und es regnet sich überall.
Du hast auch weniger Klumpenrisiko, bist besser gestreut. Selbst in Krisenzeiten, das weiß ich von den Teilnehmern meines Betongold-Mentoring-Programms, gibt es Leute, die das kaufen. Ja, gibt auch einen Wettbewerb. Luxusimmobilien kannst du heute dir in den Arsch stecken, weil sie niemand kauft. Ja. Und auch die Gefahr von geringen Fehlentscheidungen ist relativ gering. Was sind jetzt deine Chancen? Wem gefällt das Haus links? Ist das wunderschön? So orange-gelber Balkon, grau-blaue Fassade in Offenbach, gerade in so B-Städten, ja, in den A-Städten wie Frankfurt, München, Hamburg muss man sich schon sehr gut auskennen, ein bisschen ein Profi sein, aber in B-Städten, sei es jetzt Offenbach, Wiesbaden, sei es Mannheim, sei es Braunschweig, sei es Lübeck, sei es Kiel, findet man solche Dinge genauso ganz gut, sind die Speckgürtellagen, auch da kann man einiges machen, solange man von der Immobilie zum Bahnhof nicht ein Marathonläufer sein muss, um die Zeiten des Markers einzuhalten. Ja? Auch da ist ein Haus von mir in der Nähe von Potsdam, in Werder, wo man zumindest auch mit normalen, ohne Marathonläufer zu sein, in 14 Minuten zum Hauptbahnhof kommt. Aber ich nenne es ja immer Leisurely Walk und manche Immobilienmakler glauben, man muss ein Marathonläufer sein, um deren Zeiten einzuhalten. Ja. Man kann auch steuerlich optimieren, auch da gibt es einiges an Möglichkeiten, aber kleine hässliche Löcher gibt es heute um 100.000 Euro. Das heißt, wer sagt, man braucht viel Geld, also wenn man 20.000 Euro Eigenkapital, bist du dabei. Wer das nicht verdienen kann, der sollte gleich einen Hilflosenzuschuss beantragen und ins Irrenhaus gehen. Wenn man 20.000 nicht verdienen kann, das habe ich schon als Schüler teilweise verdient, ja, mit Spezialnachhilfe. Ja. Du hast 5 bis 5,5% die Mietrendite, das heißt, die Miete zahlt den Kredit mehr oder weniger ab und du wirst jedes Jahr reicher. Wo findet man die? Überall in Deutschland, auch in Österreich. Man muss nur schauen. Man kann vom Süden Deutschland, wer den Süden liebt, der Norden für den Norden, die Ösis für die Österreicher, wobei da sollte man mehr in den Westen gehen. Die Wiener sind immer so langsam, da dauert alles länger. Ja? Aber im Westen Österreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg gibt es auch mittlerweile sehr attraktive Dinge. Was muss ich jetzt machen, um das zu machen, um loszulegen? Als erstes, du musst das ja lernen. Wenn du keine Ahnung hast vom Geschäft, wirst du auf die Fresse fliegen. Wie überall. Wenn du sagst, jemand kriegt einen Ferrari oder auch den neuen Tesla Blade von mir, ist noch nie Auto gefahren, dann wird er im Spital landen. Und wenn ich jemanden auf die Skipiste stelle in Kitzbühel und jemand hat noch nie, vielleicht ist in Äquatorialguinea aufgewachsen, wo er vielleicht nur Sand gesehen hat, ja, wird er vermutlich am Friedhof im Krankenhaus landen. Ja. Das Zweite ist, entscheide dich, wo du kaufst. Suche dir aber kleine, hässliche, kleine Löcher, mach 20 Besichtigungstermine, besichtige eine Wohnung und kaufe und wiederhole, bis du Millionär bist. So einfach ist das. Ja, es ist nicht so schwer. Du brauchst keinen Doktor der Mathematik oder wie ich einen Harvard-Abschluss, um das zu können. Ich kenne Kellner und Matrosen, die sowas gemacht haben. Und reiche, gescheite Leute, die zu blöd dazu sind. Und zu faul. Und zu arrogant. Finanzieren geht auch. Man muss mit mehreren Banken sprechen. Manche Banken wollen Geschäft machen, manche nicht. Aber Banken sind nach wie vor finanzierungswillig, die Türen sind nicht zu wie 2008. Und wenn ich das Eigenkapital noch nicht habe, gibt es, weil die Arbeit heißt es arbeiten, Ärmel aufkrempeln und Geld verdienen. Man kann auch mit Immobilien Geld verdienen, beispielhaft indem du Leuten wie mir Immobilien vermittelst, indem du Work for Equity machst und für jemanden die Sanierungen durchführst. Also wer noch fleißig ist in diesem Lande, und das werden immer weniger Leute, wohlgemerkt, für den kann das locker für finanzieren. Wer halt faul ist und dumm, der muss halt arm bleiben. Wie bewerte ich jetzt Immobilien? Ich sage immer Lage, Zustand und Rendite. Die drei Dinge müssen passen in Kurzform. Und worauf muss ich jetzt achten? Wer hätte gern so ein Auto? Wem gefällt das Auto? Was ist das? Na, was ist das für ein Auto? Na, das da. Oh, warte. Was ist das für ein Auto? Ein Dacia. Mein Sohn hat eine Angst vor dem Dacia. Weil wir in Mallorca waren, habe ich gesagt, David, wenn du faul bist, da war so ein schwarzer Dacia, das war zu Corona eine Geschäftsreise, anders war ja nicht möglich. Mein Sohn musste ich ja auch Geschäft lernen auf der Geschäftsreise, ja, anders kommt man nicht reisen, verständlich, aber wir waren halt dort, weil die Sonne war und in Wien war es kalt. Und da war vor einem Supermarkt ein schwarzer Dacia und er hat gesagt, David, wenn du faul bist, wirst du Dacia fahren. Ich habe gesagt, Papa, ich will keinen Dacia fahren. Weil er gesagt, was willst du fahren? Rolls Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini. Mittlerweile wieder schon Yacht und ein Jet. Aber es geht noch schlimmer. Und die Leute, die besonderen Dreck gekauft haben oder die besonders faul sind, wie gefällt euch das?
Und die Leute, die im Immobiliengeschäft Blödsinn machen, die sich nicht auskennen, die Dreck kaufen, denen passiert das. Derzeit ist der Markt voll von solchen Leuten, die keine Ahnung gehabt haben, Dreck gekauft haben und die jetzt aufgehaut haben. Ja. Energetische Ruinen, beispielhaft, wer kennt die Stadt links, ist die Stadt Chemnitz. Wohnungsüberschuss, Abwanderung, schwache Wirtschaft, die energetische Sanierung in Chemnitz rechnet sich nie. In Frankfurt schon. Weil die energetische Sanierung, ich habe noch kein Chemnitzer Fassade und Chemnitzer Bad gesehen, das die Hälfte oder ein Drittel kostet von einem Frankfurter Bad oder von einer Frankfurter Fassade. Aber in Frankfurt ist die Immobilie 2 Millionen wert, dieselbe Größe, in Chemnitz kostet nur 500, wenn es überhaupt jemand abkauft. Das heißt, kauft keinen Dreck. Wenn ihr Immobilien kauft, kauft gute Lagen, solide Dinge, aber keinen Dreck. Der Dreck macht euch arm. Auch Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Manchmal schwimmen Gebäude auch weg, besonders wenn man in so schönen Lagen wie am Wasser oder am Hang kauft. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, auch so Dachgeschosswohnungen, Buschfeuer. Ja. Manche Leute haben damit schon Erfahrungen gesammelt im Urlaub, leider, aber die Themen werden mehr. Einer meiner Freunde ist hier vom Frankfurter Flughafen, die ist auch unter Wasser gestanden, die Flieger sind nachher nicht mehr geflogen, weil sie im Wasser gestanden sind, also das muss man berücksichtigen, wenn man heute kauft, weil solche Objekte werden vielleicht Makulatur. Und auch politische Idiotien. Die Linke dabei ist ja glücklicherweise Geschichte. Das heißt, politische Dummheiten, muss man schauen, dass es nicht so viel gibt. Aber die richtigen Immobilien, die linke Stadt, werden Sie alle kennen. Frankfurt, Rhein-Main, deine zweite Heimat, wie ich es so schön nenne, die mich reich gemacht hat. Und rechts ist die Stadt Potsdam, Nummer 1 am Postbank Immobilienatlas. Wenn du in solchen Gegenden gute, hässliche, geile Löcher kaufst, wirst du reich. Und eigentlich kannst du gar nicht mehr verhindern, in solchen Lagen Geld zu verdienen. Starke Wirtschaft, Zuwanderung, wenig Platz, gute Verkehrsanbindung. Was kann dann nur passieren? Die Preise können nur hinaufgehen, vor allem die Mieten. Wenn kein Platz ist und Zuwanderung und die Leute kommen, weil es gute Jobs gibt, dann wird man damit viel Geld verdienen. Und dann werden irgendwann auch die Preise steigen. Und jetzt hast du eigentlich nochmal eine Aufgabe, und eigentlich, wo du gar nicht mehr verhindern kannst, Millionär oder Multimillionär zu werden, außer du machst grobe Dummheiten, wie vielleicht im Sommer den Wintereinbruch haben, ja, nie verlernen zu arbeiten und zu glauben, Klimakleben ist die neue Welt und Woke und Work-Life-Balance oder Life-Life-Balance, muss ich mittlerweile sagen. Wenn du zu den Leuten gehörst, wird das nicht gehen, aber wenn du da zu den Leuten gehörst, die noch was arbeiten und was verdienen, dann muss man eigentlich nur jedes Jahr 20.000 bis 40.000 ansparen, kauft jedes Jahr ein bis zwei hässliche kleine Löcher. Nach 10 Jahren hat man 10 mit 50 bis 100.000 Mieteinnahmen. Wenn man jedes Jahr eines kauft, 50. Wenn man zwei kauft, 100.000. Das ist steuereffizient, inflationsgeschützt. Das heißt, in 10 Jahren sind das Geld nichts mehr wert, aber die Mieten werden mit der Inflation angepasst. Und dann kannst du gar nicht mehr verhindern, wenn das abbezahlt ist, dass du Millionär oder Multimillionär bist. Und was ich euch allen wünsche, ist, dass ihr so einen Kuhstall habt von hässlichen kleinen Löchern, die jeden Monat Milch geben, Miete. Und wenn du mal richtiger Geld brauchst, dann verkaufst du das mal eine Kuh oder schlachtest sie und kriegst viel Geld. Und wenn dann ein Chef oder Geschäftspartner irgendwann mühsam ist, dann geht es ja so wie meinem Sohn, der schon lieb reinschaut. Ja? Das passiert dann. Wenn man zurück sagt, das sind meine Immobilien, der Kunde wird mühsam, sagt man danke, aber nein, danke. Hier ist er da, bye bye. Und wenn der Chef sagt, bitte krieg ich mir den Arsch, der Eigenheimbesitzer muss das regelmäßig tun, ja? Dann sagst du ihm auch, f*** you, f*** dich in den Arsch. Tschüss!